Hallo, was machen Sachen? Freunde des Glücksrads, wir werden heute auch etwas Glücksrad spielen und uns einen Content Creator rausgeben lassen, den wir in drei zufälligen Styles zeichnen werden. Sprich, um es zu erklären, das wird jetzt eine Videoreihe, weil ich sehr, sehr viel Spaß dabei hatte, das zu zeichnen. Ich habe zwei Glücksräder. Ein Glücksrad, da stehen ganz viele Namen drauf von Content Creatern, sei es jetzt kleinere Leute, die ich halt kenne, wie Sharky, Zieze, Corny, aber auch größere Leute stehen drauf, Twitch, Streamer, als auch YouTube Creator oder Video Produzenten, keine Ahnung, das klingt kacke. Content-Creatoren sind da drauf, da sind halt auch drauf wie Rezo, Alpha Kevin, Milchbaum, Gronkh, ganz, ganz viele andere Namen stehen da drauf. Ihr könnt die Liste erweitern, indem ihr einfach unten in die Kommentare einfach weitere Content-Creator schreibt, an die ich halt einfach nicht gedacht habe, weil das jetzt einfach in der Schnelle einfach zusammengeschustert war. Die nehme ich dann mit auf das Glücksrad auf. Und dann habe ich ein zweites Glücksrad, da stehen ganz, ganz viele Styles drauf, in denen man halt den ersten ausgewählten Charakter dann zeichnen werden. Da stehen halt Sachen drauf wie Anime, Furry, Adventure Time, Chibi, Horror, Fantasy. Ihr könnt auch hier Sachen erweitern, indem ihr auch einfach unter Kommentaren einfach mit auch wieder dem Hashtag Glücksrad eine Art und Weise, also einen Style zeichnet, wie man jemanden zeichnen könnte. Und dann werden wir diese Räder jedes Mal drehen. Einmal das Content Creator Rad und dreimal das Style Rad. Und wir werden dann hoffentlich sehr, sehr viele interessante und lustige Zeichnungen haben. Und ja, heute habe ich das selber gemacht. Wie gesagt, ich habe mein Rad genommen, habe das einmal drehen lassen und daraus kam. Jerry, für den Start eigentlich schon mal gut, den wird man sehr gut erkennen können, da er doch sehr markanten Style hat mit Maske, Brille und Sakko. Und ich habe mir drei verschiedene Styles rausgeben lassen und wir werden Jerry heute in Chibi, Adventure Time und My Little Pony sehen. Interessante Auswahl. Gut, das Ganze natürlich mit einem Timelapse hintermalt. Ich habe jetzt mal eine ganz neue Funktion ausprobiert. Ich habe mir die Timelapse-Funktion aus Clip Studio mal rausgeben lassen. Und mal sehen, ob die schöner ist oder wie gut das funktioniert. Also, das Aufnehmen war sehr, relativ einfach. Ich musste nur einfach sagen, ja, aufnehmen. Und dann hat das einfach alles aufgenommen, was ich auf dem Tablet gemacht habe. Sprich, ich muss die Pausen nicht rausschneiden. Also fürs Aufnehmen. Für mich ist es leichter. So, mal schauen, wie es euch gefällt. Ihr könnt es ja auch unten in die Kommentare schreiben, ob ihr die Clip Studio Version gerne mögt oder ob ich wieder meinen kompletten Bildschirm aufzeigen soll, wie ich das immer gemacht habe. Könnt ihr auch unten einfach mal reinschreiben. So. Ja. Das war's zum Vorwort. Würde ich sagen, fangen wir los. Fangen wir mit dem ersten Style an. Einmal Jerry Riddle als Chibi. Ja, bei dem Chibi hatte ich es halt zum Glück noch einfacher. Chibis war ich gewohnt, hatte ich auch schnell eine Pose drin, habe die Proportionen einfach grob angezeichnet. Kopf, Körper, Gliedmaßen, wo soll was hin? Wie groß ist was? Bei den Chibis ist ja großer Kopf, kleinerer Torso und die Beinchen sind meistens auch ein bisschen kürzer und habe ihm auch direkt eine Pose im Kopf gehabt. Habe ihm eine kleine Dose Holy gegeben, die er da präsentieren kann. Und dann ging es auch schon direkt los mit der genaueren Skizze, wo ich mit dem Gesicht angefangen habe, wo seine Maske, Augen etc. ist. Ich habe mich dann auch für die Variante Kopfhörer und Mütze entschieden, weil es A, mein Bild so war und B, damit es einfach ein bisschen schneller ging. Ich will die Sachen ja auch relativ zügig zeichnen, dass ich alle 2 Wochen euch so ein Video präsentieren kann. Habe dann halt auch nach und nach die Details gezeichnet für die Klamotten, springen ein bisschen hin und her. Ich hatte die. Ja, den Bügel für die Kopfhörer vergessen nach und nach, aber das kennt ihr ja, das hin und her springen. Und dann habe ich halt weiter die Klamotten gezeichnet, Hose, Jackett, wo was ist, die Schuhe, einfach Schritt für Schritt. Nachdem ich dann halt die grobe Skizze fertig habe, geht es dann auch schon direkt dran mit dem Lineout. Das habe ich alles, wie gesagt, diesmal in Clip Studio gemacht, habe kein Programm gewechselt, das hat auch relativ gut funktioniert, habe hier und da noch ein bisschen mit mir gestruggelt, weil ich ja das Paint Tool sei immer genutzt wird, aber das Clip Studio Paint ist halt auch echt nice, man kann auch ein bisschen Linien hin und her verschieben, wie ich es gewohnt bin. Und ja, habe dann halt nach und nach schön meine Linien eingezeichnet, noch ein bisschen mehr Details reingezeichnet, wie die Holy Energy Dose, das Holy draufgeschrieben, das hatte ich in der Skizze nicht gemacht. Ja, und dann auch direkt Farben rein, erst eine Grundfarbe und dann habe ich mir damit ich halt farblich immer gleich bleibe, aus dem ersten Bild, das ich gemalt habe, immer die Farben rausgeklaut. Habe hier die Augen grau gelassen, weil ich wusste, ich werde ja eh die
Brillengläser grün machen und halt so einfärben, also so einen Effekt drüber legen, da muss ich mir halt keine Gedanken machen muss, welche Farbe ich die Augen mache. Hab's dann einfach mit Grau gemacht, weil man sieht's hinter der Brille eh nicht, welche Augenfarbe jetzt wirklich dahinter ist. Hab mir dann einen Pinsel geschnappt für die Jacket. Ich habe mir da einfach von den Paintbrushes was genommen, was halt Clip Studio eh schon hatte. So, ich glaube, Kirschblüten waren das ursprünglich. Und hatte dann schon schnell für das Jackett halt ein Muster drin, damit ich es halt nicht händisch zeichnen musste. Und dann ging es auch schon dran an Schattieren. Hab halt einfach ganz einfach ein Cell-Shading gemacht, einfach einen Schatten reingezeichnet und dann mit helleren Farben dann das Licht reingezeichnet. Und schon sind wir mit dem Chibi fertig. Und das Leichteste war tatsächlich gemacht, weil einfach die Chibis war ich ja gewohnt. Jetzt geht es schon ein bisschen schwieriger. Jetzt fangen wir an mit dem Adventure Time. Ja, bei dem Adventure Time war schon ein bisschen schwieriger. Ich habe zwar früher viel Adventure Time Sachen gezeichnet, aber halt die letzten 2, 3 Jahre nicht mehr. Und hatte so ein bisschen Probleme mit den Proportionen. Ich habe auch direkt einfach mit einer Bohne angefangen und habe ihn dann halt einfach in 3 Teile geteilt. Ein Teil Kopf, 2 Teile Körper. Und dann hatte ich so grob die Proportionen drinne und hatte auch ein bisschen sehr gekämpft mit den doch sehr dünnen Armen und Beinen. Ich will Sachen immer voluminöser zeichnen. Gerade bei den Chibis hat man ja alles ein bisschen dicker proportioniert und jetzt einfach von dem Dicken auf das Dünne zu machen, das hat so ein bisschen gedauert, aber ich habe es doch, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Ich habe ihn auch anstatt dann seine Mütze einfach diesen Federfächer von dem Referenzbild oben links dann mitgegeben. Ich wollte ihm erst einen kompletten, ja, so einen kompletten Helm zeichnen, aber das war da ein bisschen schwierig. Habe ich mir gedacht, wegen der Brille und der Maske, die sieht man ja da nicht gut und man sollte ihn ja doch schon erkennen können. Und gerade bei einem Style, der halt so abweicht, ist es dann doch schwierig, wenn man halt Sachen, die halt wirklich identifizierend sind, wie jetzt halt bei J. Whittle, Maske, Brille, dass man die halt auch erkennt, wenn ich ihm schon sein Jacket klaue. Ich sage, okay, dann halt nur diesen Federfächer auf den Kopf geklebt. Bei Adventure Time ist das ja zum Glück kein Problem. Die sind ja da sehr, sehr wild, was die Kostümierung angeht der Charaktere. Also da würde das tatsächlich auch noch in die Serie passen. Aber ich glaube, bei Adventure Time gibt es nicht, was es nicht gibt. Daher ist es doch sehr einfach. Und dann hatte ich halt auch eine die Tiere-Skizze gemacht. Ihm ein bisschen gestruggelt auch mit der Unterbuchse, die ich ihm gegeben habe. Das sah doch sehr nach Windel aus. Und dann habe ich irgendwie versucht zu kontern. Habe da einige Sachen ausprobiert. Bin dann halt letztendlich hin zu einem Gürtel gekommen, dass es nicht mehr so nach Windel aussieht, sondern tatsächlich nach einer, ja, Hose. Und ja, und dann ging es auch schon los. Auch hier habe ich wieder die Cell-Shading-Sachen genommen. Bei Cartoon passt das ja immer gut, dass man halt einfach so einen harten Schatten hat und einfach da, wo kein Licht hinkommt, macht man dunkler. Ich habe hier einen leichten Rotton mitgenommen, dass einfach ein bisschen mehr Dynamik ins Bild kommt. Da die Pose ja schon sehr dynamisch ist, wollte ich das einfach beibehalten. Und dann halt nach Schatten kommt Licht. Und überall, wo das Licht auf den Körper kommt, habe ich dann halt auch einfach ja, Licht hingezeichnet. Einfach mit einem helleren Stift, mit einem Overlay das Licht hingezeichnet. Und zum Schluss habe ich die äußerste Umrandung einfach nochmal mit einem dickeren, ja, schwarzen Balken, hätte ich jetzt mal gesagt, nee, dickeren schwarzen Linie umrundet, dass es halt einfach nochmal noch mehr nach Cartoon aussieht. Und dann haben wir auch schon den Adventure Time-Part hinter uns gebracht. Und jetzt fehlt noch einer, das Pony. Auf das hatte ich mich schon ein bisschen gefreut, weil da war ich mir noch nicht sicher, wie ich das machen sollte, wenn Menschen als Pony zeichnen. Aber die Idee an sich fand ich ja schon sehr, sehr lustig. Ja, und der letzte im Bunde ist unsere Pony-Version von J. Whittle. Auch hier habe ich mir erst oben, seht ihr oben links, habe ich mir eine kleine Referenz rausgesucht für eine Pose. Ich fand die ganz lustig, wo das Pferdchen so die Zunge rausstreckt und ja, habe gedacht, das passt doch irgendwie. Und dann nehme ich die als Referenz und versuche das jetzt auch einfach nachzuzeichnen. Habe auch hier mit Kopf, Körper, Beinen angefangen, einfach so grob, wo ist was. Hatte hier ein bisschen noch mit den Beinen zu kämpfen und habe die dann halt doch mehr nach vorne gemacht, anstatt so ausgestreckt nach hinten, hat das besser gepasst. Auch mit der Nase hatte ich so meinen Kampf oder mit der Schnauze, weil Menschen hatte ich viel gezeichnet, Pferde jetzt weniger und da hat das nicht so ganz gepasst mit den Proportionen, hat da meinen Kampf mit. Ich werde es wahrscheinlich auch noch mal später dann beim Lernen sehen, dass ich da ein bisschen drüber bin. Ja, aber ich denke, im Großen und Ganzen habe ich doch ein gutes Pferdchen hinbekommen. Hatte dann ein Problem, was mir im Nachhinein aufgefallen ist, wenn die Zunge rausgestreckt ist. Was mache ich mit der Maske? Ich kann ja die Zunge schlecht durch die Maske durchschieben. Doch hätte ich auch machen können, aber wäre ein bisschen doof. Da habe ich mich dann entschieden, okay, ich packe ihn seine Maske quasi als Halstuch um den Hals, da wo ein Halstuch hingehört. Und auch mit der Mütze hatte ich so ein bisschen meinen Kampf, wie ich das mache, und habe ihm dann einfach eine kleiner skalierte Mütze auf den Kopf geklebt. Ich war dann überlegen, ob ich halt einfach eine größere mache und die Ohren quasi ausschneide aus der Mütze, aber
fand ich ein bisschen doof, deswegen hat er die Mütze dann in klein oben auf den Kopf noch gekriegt. Man sieht es nicht so gut, weil halt die Ohren im Weg sind und dann halt noch Mähne, Schweif dazu und dann ging es ans Leinenhaut. Ich hatte hier auch noch ein Problem mit dem Cutie-Mark. Ich wusste nicht so recht, was ich ihm geben sollte als Cutie-Mark. Hat erst gesagt, die Initialien, aber es wäre auch irgendwie ein bisschen doof gewesen. Hab dann schlussendlich dann doch mich für Schwert und Schild entschieden. Und hier habe ich auch einen Fehler gemacht. Ich hatte meine feine Skizze auf meine große Skizze drauf gemacht. Also ich hatte den falschen Layer angemalt und dann hatte ich im Endeffekt fürs Lineout ein bisschen meinen Schaff. Hab dann halt mir ein bisschen leichter die Überblick zu machen, einfach auch groß was wegradiert und dann ja, ging es auch schon ans Lineout. Das ging dann recht zügig. Ist zum Glück nicht so detailliert, so ein Pony. Und dann ging es auch schon in die Farbe. Da war ich jetzt überlegen, wie mache ich das mit der Farbverteilung. Hab mich dann entschieden, ich nehme das Grau-Blau von seinem T-Shirt. Nehme ein bisschen das Blau raus, dass es mehr so deutlich grauer ist, so ein kaltes Grau als Körperfarbe und das Grün dann halt für den Schweif. So ein ganz grünes Pony hatte ich jetzt nicht gefühlt, deswegen diese Variante. Ich hatte es auch schon mal andersrum ausprobiert on Stream, aber die grau-grüne Variante fand ich dann doch ein bisschen schöner wie grün-grau. Ja, und dann ging es auch recht zügig weiter, direkt ans Shading. Auch hier habe ich Cell-Shading genommen, wie bei allen Cartoon-Sachen oder wie es meiste, was ich eh zeichne. Hatte hier einen deutlichen Grünstich drin. Im Endeffekt hat mir das dann nicht so gefallen. Ich habe später dann das Grün rausgenommen und mehr halt ins Graue rein mit so einem ganz, ganz leichten Grünstich, dass es dann halt nicht mehr so auffällt. Das fand ich dann ganz okay. Und auch hier wieder über leichtes Licht, wo halt kein Schatten ist. Auch diesmal mit einem anderen. Ich habe das Overlay genommen, dass gerade bei dem Grün einfach nochmal so ein schöner grüner Schimmer durchkommt. Und ja, dann ist unsere Pony-Version fertig. Und damit haben wir unsere drei Bilder gezeichnet. Ja, und schon haben unsere drei Versionen von Jawiddle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr fandet die Idee auch sehr lustig. Und wie am Anfang schon gesagt, wenn ihr weitere Leute mitsehen möchtet, könnt ihr unten in die Kommentare auch schreiben, wen ihr sehen möchtet oder wenn ich einen bestimmten Style zeichnen oder mit in mein Glücksrad mit aufnehmen sollt, könnt ihr das auch unten in die Kommentare schreiben. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Und wie gesagt, in 2 Wochen gibt es das nächste Glücksrad-Video oder Zufallszeichnen-Video. Das werde ich jetzt alle 2 Wochen machen. Ich denke, das ist so ein Zeitraum, wo ich das hinkriege. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!